Wird sofort ausgeführt. Müssen wir mal gucken, wie die läuft. Auf jeden Fall, wenn sie jetzt wegläuft, werde ich erstmal hingehen. Wird sofort ausgeführt. Bereit. Folgt mir. Zu Befehl. Auf dem Weg. Auf mein Zeichen. Sofort. Mir nach. Die geht halt ganz durch. Und los. Ne? Das ist halt die Schwierigkeit. Mir nach. Vorwärts. Schließ die Reihen! Runenkrieger, zu mir! Und jetzt gehen wir gleich mal da noch weiter. Die Linien müssen halten! Ewiger Wächter. Feindlicher Angriff! Haltet durch, Männer! Nicht auf mein Kommando. Nicht ganz und ewig, würde ich sagen. Ne? Mir nach. Nur so halb ewig. Okay, aber das passt auf jeden Fall soweit. Auf meinen Befehl. Auf dem Weg. Ja. Dass sie... Stehe bereit. Dass die Gargülen... Hier. Bereit und los. Also dass auch dieser hier aktiviert wird. Von da hinten aus. Das heißt, das ist okay. Das heißt, es funktioniert. Wenn sie jetzt da kommt, wenn sie da irgendwie... Achso, wie machen wir das? Achso, klar, logisch. Ich stelle den hier hin. Dann kommt sie und greift ihn erstmal an, dann kann ich erstmal in Ruhe. Ja, aber das bringt nichts. Ich muss das nacheinander machen. Ein Gargoyle und eine Medusa zusammen in einer Runde, sozusagen in einem Aufwasch, ist zu krass. Hier. Zu Befehl. Auf dem Weg. Auf dem Weg. Gut, dann warten wir, bis sie da war, sobald sie wieder wegläuft. Renne ich mit Tilth hinterher und die bleiben hier beim Gargoyle. Ja, oder ich... Die Rune befiehlt, alles klar. Auf mein Kommandier nach. Die Rune befiehlt. Vorwärts, Krieger! Ja. Sofort. Schnell, für die Freiheit! Wir gehen halt auf den Gargoyle. Bereit. Schließ die Reihen! Schließ die Reihen! Runenkrieger, zu mir! Feindlicher Angriff! Ja. So, jetzt hau ich wieder einfach wieder ab. Schlag sie zurück! Raus! Hauptsache, ich bin weg. Bereit. Folgt mir. Vorwärts. Vorwärts. Sie sind überall. Bereit. Und los. Folgt mir. So. Gut.
Bereit und los. Ja, jetzt fehlt nur noch diese Dame hier. Diese verfluchte Wächterin. Und dann habe ich's. Dann bin ich hier durch. Dann habe ich alle Gargülen und alle verfluchten Wächterinnen mal platt gemacht. Dann könnte ich jetzt theoretisch noch hier nach oben gehen und mal schauen, bei Tar mal vorbeischauen. Denn da komme ich gerade, da könnte man auch noch hin, der Wächter. Bria-Wächter. Mhm. Und einfach nur der Wächter. Ich bin der Wächter. Bereit. So, alle folgen Tillith. Alles klar. Verstanden. Wird sofort ausgeführt. Wir gucken mal, ob wir hier erstmal noch diese Truhe geplündert kriegen. Jawohl. Alles klar. Wird sofort ausgeführt. Zu Befehl. So, auf sie. Verstärkt die Deckung. Auf sie. Verstärkt die Deckung. Runenkrieger, zu mir. Ah, super. Das ist ein Hinterhalt. Komm schon. Das ist ein Hinterhalt. Jetzt. Alle drauf. Jawohl. Das war's. Oh, ich bin gestoned. Auf mein Zeichen. So. Ja, hübscher, 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 hübsch. So, jetzt, genau, jetzt will ich hier hoch. Das heißt, ich gehe jetzt den Weg hier. Falomsheim machen wir später. Ich will jetzt erstmal da oben hin. Und dann kann ich immer noch da hinten diesen Tarfuzzi da irgendwie später machen. Oder mache ich den zuerst? Ich glaube, den mache ich zuerst. Oder mache ich zuerst? Ne, jetzt mache ich jetzt mal die Story weiter. Jetzt gehe ich mal da hoch. Und Falromsheim ist ja dann das nächste, wo ich hin muss. Da oben sehe ich schon wieder ein Heldenmonument. Auf meinen Befehl. Dann wollen wir jetzt mal gucken. Brauchen wieder ein bisschen länger wie ich, wie immer. So, aha. Drüben, aber bevor ich zu denen gehe, gehe ich erstmal hier nach links. Denn ich glaube, genau, da war erstes mal ein Seelenfels. Aha, sehr schön. Und dann war hier noch ein Heldenmonument, auch sehr schön. Und, aha, was haben wir hier noch? Zwergenaxt der Ältesten und ein Ring der Hexenmeister. 12 Rüstungen. Na gut, das Zeug, was ich habe, ist besser.
da ist nochmal so ein Ding. Gehen wir da nochmal hin und machen die Kiste auf. Schauen wir mal, was wir da kriegen. Stufe 6. Ah. Guter Helm, Stufe 11, aber Stufe 6 ist mir wurscht. Ich habe ja eh schon Stufe 7. Ne? Okay. Egal. So. Der Wächter. Gehen wir mal zum Wächter. Reden wir mal mit ihm. Okay, da geht's irgendwie runter noch. Und was bewacht er? Keine Ahnung. Und ein Tor. Soll ich aber erstmal gucken, wo es da noch hingeht? Ah, nee. Hab gedacht, da gibt's ein Riesengebiet, aber na. Nee. Da ist noch ein großes Gebiet, wo ich hin kann. Okay, gut. Der Wächter. Gehen wir zu ihm, reden wir mit ihm, schauen wir, was er zu sagen hat. Wahrscheinlich werde ich ihn platt machen müssen. Lange ist es her, dass ein Mensch auf diesen Pfaden gewandelt ist. Wer seid ihr? Einst diente ich dem Zirkel. Nun wache ich über die mächtigen Schätze Mulandirs. So lange, bis die Welt wieder bereit für sie ist. Ich suche den Phönixstein. Ein Schmuckstück von gewaltiger Macht, das ihr da begehrt. Seine Macht ist die letzte Hoffnung für uns. Einer der Zirkelmagier ist zurückgekehrt. Nur der Phönix kann ihn noch aufhalten. Dann wisset, dass ihr die Wahrhaftigkeit eurer Worte beweisen müsst. Solche Macht wird nicht leichtfertig vergeben. Seid ihr bereit, die Prüfung zu empfangen? Na hallo, aber klar doch. Stellt mir eure Prüfung. Einst lagerte in den Archiven des Zirkels ein wundervolles Kunstwerk aus Glas, das jeden, der es betrachtete, unweigerlich in seinen Bann schlug. Während des Krieges wurde es zerschlagen. Die vier Bruchstücke wurden gestohlen. Seit jenem Tag haben diese Splitter Leid über diese Lande gebracht. Denn sie schüren die Gier der Menschen. Viele mussten schon ihretwegen sterben. Mächtige Magier suchten nach ihnen und stürzten alles ins Chaos. Findet die vier Splitter und erlöst das Land von ihrem Fluch. Dann will ich euch die Macht des Phönix anvertrauen. Ach ja. Wo finde ich die vier Splitter? Sie befinden sich noch immer in den Düsterlanden, wenn auch in alle Richtungen verstreut. Ihnen wohnen verschiedene Eigenschaften inne. Einer gibt Freude wie der tanzende Frühling. Einer glüht wie der warme Sommerwind. Einer ist wie das nachdenkliche Licht des Herbstes. Und einer wie die schwermütige Stille des Winters. Ein Abenteurer und Plünderer namens Turgin Stahl, den Splitter des tanzenden Frühlings. Er ließ sich auf dem Gottwall südlich von hier nieder. Der Splitter des Sommerwinds war zunächst im Besitz der Magierin Talia. Doch Armun, ein Dieb aus dem Süden, entwendete ihn. Er floh nach Farlonsheim und dann verlor sich seine Spur. Sucht dort nach ihm. Der Splitter des Herbstlichts war lange verloren. Er muss seltsame Wege gegangen sein. Jahre später tauchte er dann im Besitz des Kaufmannes Farlon auf.
Ihr findet seinen Handelsposten westlich von Farlonsheim. Das Bruchstück der Winterstille befand sich ebenfalls im Besitz Talias. Sie nahm ihn mit auf ihre Reise nach Osten. Sie zog aus, um Ulatar, den Fürsten der Dämonen, zu schlagen. Keiner hat je wieder etwas von ihr gehört. Niemand wagte es, ihr in den Spalt zu folgen. Hinein in das Reich der Dämonen. Na, wenn's weiter nix ist. Was ist so besonders an diesen Splittern? Das Kunstwerk, zu dem sie gehörten, war eine Glasmalerei. Ein Gemälde aus Farben und Magie. Die uralten Former selbst haben dieses Artefakt einst angefertigt. Es ist ein Abbild der Zeit. Und doch noch viel mehr. Es sind Träume, Gedanken, Gefühle in unglaublicher Macht und Tiefe. Wer es einmal betrachtet, wird unweigerlich von seinem Zauber gefangen. Deshalb seid froh, wenn ihr es nie in seiner Gänze erblickt. Ihr würdet nie wieder derselbe sein. Selbst die Splitter, in die es zerbrach, besitzen noch einen Teil seiner grausam schönen Macht. Der Zirkel fand es in den Ruinen der Forma und bewahrte es lange auf. Nur wenige bekamen es je zu Gesicht. Ich habe ein Bruchstück des Kunstwerks. Zeigt her! Hier ist der Splitter des tanzenden Frühlings. Ihr konntet ihn diesen Dieben entringen. Nun wird er wieder seinen rechten Platz einnehmen. Na gut, okay. Das heißt, ich brauche die drei anderen Splitter. Sonst komme ich hier nicht weiter. Denn ich brauche ja schließlich schlussendlich den Phönixstein. Den Phönixstein kriege ich nur, wenn ich die Splitter kriege. Also. Farlom sein, Farlom. Der Spalt. Okay, verstehe. Das heißt, ich habe jetzt die Möglichkeit, mich zu entscheiden zwischen Farlomsheim und dem Spalt. Tja, gute Frage, ne? Ich würde sagen, ich gehe jetzt aber jetzt noch nicht nach Farlomsheim, sondern ich gehe jetzt erstmal noch diesen da hinten hin zu diesem Isatar oder sowas. Muss ich da lang irgendwie? Kommen sie schon. Wäre ich wahrscheinlich fast genauso schnell gewesen, oder genauso schnell gewesen, wenn ich gelaufen wäre. Egal. Aber irgendwie dieser Fuzzi, der kommt mir nicht so ganz koscher vor. Wenn der diese vier Splitter will, wahrscheinlich hat er dieses Kunstwerk mal gesehen und will es wieder haben oder irgend sowas. Und da muss ich wahrscheinlich nachher noch gegen ihn kämpfen. Wäre zumindest, sagen wir mal, recht typisch für dieses Spiel, wenn es sich so abspielen würde. So, da haben wir erstmal nochmal
zwei Diener Tars. Warten wir mal, bis meine Freunde da sind. Oh ja, komm. Sie sind drauf. Feindlicher Angriff. Auf mein Und Zeichen. Los. Was haben wir da? Stufe 6. Noch so ein bisschen Gemüse. Na gut. Da ist auch nichts. Gehen wir mal davor. Da hinten ist noch eine Truhe. Aha. Gut, und da hat es dann halt den Fuzzi, ne? Na gut. Oh, ich habe gute Erfahrung gekriegt. Nicht schlecht. Gehen wir mal auf sie hier. Das ist ein Hinterhalt. Verstärkt die Deckung. Verstärkt die Deckung. Haltet durch, Männer! Haltet durch, Männer! Feindlicher Angriff! Schlag sie zurück! Schließ die Reihen! Sie sind zu! Aha! Schließ die Reihen! Haltet durch, Männer! Sehr schön, aber die Eiswelle ist schon richtig fett. Ries die Reihen! Sie sind überall! Haltet durch! Boah, auf ihn! Haltet durch, Männer! Kopf! Tars Kopf! Okay. Ja dann. Auf mein Kommando! Eigentlich wollte ich jetzt ja nicht über den Köpfen, aber. Wenn das Spiel das so will. Dann köpfen wir ihn halt. Das ist wieder so ein typisches Ding, wo der irgendwie die Queste erfüllt, bevor der sie überhaupt hast. Na egal. So. Und die Truhe. Was haben wir hier? Beinschienen einer Ritterrüstung. Schwere oder leichte Kriegskunst. Ah, Stufe 8. Schlachtenring. Schwere Rüstung. Stufe 8, sehr schön.
schon mal die 7. Die 7 nach da hinten packen, ja? Gut. Verwende ich aber eh nicht. Okay, also, das war's eigentlich schon hier. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt ja, nach Fallobsheim, oder? Oder in den Spalt, das wäre die Alternative. Aber ich glaube, der Spalt ist noch zu heftig. Ich gehe jetzt erstmal nach Fallobsheim. Denn da habe ich ja auch einen ganzen Haufen Zeug noch zu erledigen. Ja. Vier Splitter. Ich muss eh auch nach Fallobsheim, um da irgendwie Splitter zu kriegen. Und gut, das ist später. Drachenschuppen kriegen wir auch später wahrscheinlich. Fallobsheim. Fallobsheim, oder? Ja. Gut, keine Ahnung, wo ich das Zeug kriege, auf jeden Fall. Das dauert auch noch. So. Gut. Also.